Jo Leute, was geht ab? Euer FIFA Gamer ist heute mal wieder am Start, heute mit einer Real Madrid Trainerkarriere. Und ja, die Paris Saint-Germain Karriere lade ich gerade hoch. Und wir werden jetzt erstmal simulieren bis am 28. Und dann spielen wir das erste Ligaspiel, was ich ungern verlieren möchte. Morgen gibt es dann wieder Liverpool, Leute. Und das wird übelst geil. Liverpool ist eine von meinen Lieblingskarrieren. Paris läuft jetzt auch wieder geil. Es muss jetzt nur noch Manchester United geil laufen. Und dann laufen alle Karrieren richtig cool. Okay, wir spielen gegen die Mannschaft jetzt, würde ich sagen. Wir spielen gegen die. Und wir gucken, warte, ist. Ach, De Bruyne ist rot gesperrt, Bruder. Und ich habe, glaube ich, kein. Oh. Ich habe kein ZM. Ja, okay, dann werden wir das Spiel doch simulieren, weil ich kein ZM habe. Gegen Barca werden wir dann spielen. 2-1 sogar gewonnen, also das schmeckt. Und gegen Gladbach werden wir auch spielen. Barca und Gladbach werden wir beides mitnehmen. Barcelona. Wir werden jetzt eben kurz gucken, ob alle. Ja, okay, jeder hat die Nummer, wie er haben möchte, soll. Und jetzt gehen wir ran. Leute, es läuft nicht jede Karriere so scheiße wie im Menü. Aber es läuft einige Karrieren sind echt aus dem Ruder geraten. So wie Paris, da waren wir in der Champions League ja letzter. Aber haben ja jetzt auch wieder aufgeholt. Und ich habe nicht viel gewinnt jetzt mit Real gegen Barca. Machen Gladbach dann, zerstören Gladbach dann. Und dann. Was das schon wieder mit dem Video? Vielleicht kommt danach dann noch mein Fortnite-Video, aber das weiß ich noch nicht. Es kommt drauf an, Leute. Real Madrid gegen den FC Barcelona. Im Bernabéu steht heute der Klassiker auf dem Programm. Und Sie sind zu Gast, denn wir übertragen ihn. Ja, auf jeden Fall, let's go, würde ich sagen. Es ist ungewöhnlich hier im Estadio Bernabéu, liebe Fußballfreunde, denn es regnet in Strömen. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch diese Partie begleiten. Und es geht bei uns heute um eine Begegnung aus der Liga Santander. Real Madrid gegen FC Barcelona. Ach. Die Liga-Partie für beide Seiten. Wolf, beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf den Rasen besser umsetzen kann. Oh, Mbappé läuft da, Kylian Mbappé! Kanté, Doppelpass. Mit. Carvajal, Mbappé! Was geht hier ab? Kylian Mbappé! Carvajal und dann Kylian Mbappé!
Wenn Real gegen Barcelona antritt, dann schaut die ganze Welt zu. Das ist nicht nur das Spitzenduell im spanischen Fußball, sondern auch im Weltfußball. Das ist schon unglaublich. Da hast du wirklich die besten Spieler der Welt, das die besten Trainer der Welt. Jetzt nimmt das allein. Oh nein, abseits, noch nicht zu früh losgelaufen. Absolut klare Entscheidung. Der Ballverlust durch Mbappé. Guter Pass jetzt. Die Gelegenheit für die Flanke. Gut abgeblockt, so wird nichts aus der Flanke. Jetzt Jordi Alba, Lionel Messi. Nee, den Ball trifft er nicht so gut. Klasse Zuspiel. AP, Pogba läuft, Paul, Pogba. Abgewehrt und festgehalten, klasse gemacht. Nee. Den fängt Piqué ab. Frenkie de Jong. Barcelona mit dem Angriff. Messi. Ist es das jetzt? Oh, Courtois. Ganz easy von Kamerai geholt. Da verliert Jaden Manjo-Banjo aber den Ball. Und das war schön. Das war echt schön gemacht. Jetzt müssen wir nur noch einen finden, der genauso gut sein könnte. Und da hab ich vielleicht einen. Da hab ich vielleicht einen. Mbappé staubt ab. 2-0 für Barcelona. Kylian Mbappé. Und es gibt es nicht, Leute. Kylian Mbappé ist einfach der Shit à la Jit. 2-0 und ich würde sagen, so beim 3-0 simulieren. Dann wäre die Situation gar nicht entstanden, aber so passiert es dann doch. Jetzt Aubameyang. Jetzt Pjanic. Starker Zweiter. Aber Hall. Conte. Pogba, Mané läuft mit. Sadio Mané. Sadio Mané. Sadio Mané. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Spiel geht weiter, Vorteil, nachdem Messi gefault wurde. Jetzt haben sie den Ball. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf Außen. Pjanic. Das ist Aubameyang. Aubameyang! Oh nein. Pjanic, Aubameyang. Ah, der Ball kommt durch, aber... Nein! Kanté bekommt anscheinend noch Gelb, ey, Bruder. Vorhin war zu hart. Er hat erst noch den Vorteil abgewartet. Genau so musst du das machen. Okay, wir können simulieren, Leute. 3-0 ist schon echt heftig gegen Barcelona. So, 3-0 Barcelona geklappt. Ja, und jetzt fängt das erste Champions League-Spiel gegen Gladbach an. Leute, Gladbach ist jetzt nicht so eine gute Mannschaft. Aber man muss so welche Spieler halt mitnehmen. Und ich werde dieses Spiel jetzt mitnehmen. Und dann werden wir noch einen Monat gucken, was für Spiele wir dann noch so mitnehmen können. Also, wir könnten dann simulieren. Das, dann werden wir schon mal... Ja, dann haben wir halt Inter für die nächste Folge, Sevilla. So ein paar Tage werde ich dann simulieren. Villarreal. Ja, das können wir uns ja noch alles überlegen. Mal schauen dann, wie wir das in den nächsten Folgen regeln. Okay, gegen Gladbach.
Das wird überhaupt nicht schwer, weil ich bin bereit. 3, 2, 1, wir gehen rein. Go. Wir spielen dieses Spiel, glaube ich, sogar. Dieses Jahr in der UEFA Champions League zu glänzen. Wir zeigen es Ihnen natürlich live aus dem Borussia Park. Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel am heutigen Tage. Willkommen hier im Borussia Park, wo das Wetter heute richtig gut ist. Auf den Kommentatorenplätzen haben wir immer Wolfuß und Frank Buschmann Platz genommen. Die Vorrunde der UEFA Champions League ist unterwegs. Es kommt hier zu einem Duell in der Vorrunde. Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid. Heute beginnt der Weg in der UEFA Champions League. Beide hoffen, dass sie lange dabei sein können, dass vielleicht sogar die ganz großen Träume in Erfüllung gehen können. Es ist eine erste Chance. Oh, Sancho steht da frei. Er will Mané da mitnehmen, aber er nimmt lieber Mbappé mit. Und es klappt sogar. Kylian Mbappé 1-0, was geht ja? Wir schauen uns das nochmal an. Sancho nimmt, wollte Mané. Ich wollte erst Mané flanken. Aber Mbappé stand da komplett frei. Und dann ist er wieder da. Kylian Mbappé. Und er ist einfach der Gott, Alter. Leute, jede Karriere Mbappé wird zerstören. Also, das ist immer so. Außer in der Menu-Karriere. Oh, Moment! Zerstört in der Menu-Karriere nicht so. Aber das ist ja scheißegal. Ja. Was für Abseits, Schiedsrichter? Das war nicht mal Abseits, aber na gut. Leute, nicht. Also, wir müssen uns jetzt ernsthaft runterfahren. Kramer. Stinde. Ja. Nein! Das war richtig klar. Das sah gut aus. Da wäre fast der Ausgleich gefallen. Ja, Madrid mit dem Ballverlust. Ganz alleine! Oh, kein guter Versuch. Der ist komplett misslungen. War eigentlich eine gute Chance. Ah, Sancho überläuft da alle. Überläuft da alle. Jadon Sancho. Was? Leute, wie hat er dieses Tor nicht rein? Wie hat er den Ball nicht rein gemacht? Nutzen können? Na, das wäre es gewesen. Vielleicht waren sie sich ihrer Sache schon zu sicher. Dann sehen wir mit dem Zuspiel, aber Gegner ist da. Gefährlich jetzt! Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut. Hingehechtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt. Stindel! Auf der Linie! Kevin De Bruyne. Schickt der N'Golo Kante. Schickt da. Super, wie sie da Druck machen. Ich würde Papé schicken, aber Papé. Gute Aktion. Genau so ist es. Aber ich glaube, Schlenzer wäre besser gewesen. Christoph Kramer. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Und jetzt schickt der Mbappé. Jetzt schickt der Kylian Mbappé. Der ist so schnell wie ein Blitz. Nehmt mal Mané mit. Warum? Axel den Button, bedeutet den Button, der Kylian Mbappé. Axel den Axel, bedeutet den Dosch. Oh, Kylian Mbappé. Axel dann den Bitte, die Bitte, die Bitte, die Ilian Mbappé.
Ya sa ale maso kipe Hernandez, ya sa ale. Heute geht die UEFA Champions League für Real Madrid los. Vorrundenspiel Nummer 1. Wo steht die Madrilenen? Werden wir lange erleben. Ja, wer es nach den Madrilenen selbst geht, dann bis zum Finale. Aber jetzt hat man mal Oh, nein! Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Lars Stindl. Gefährlich jetzt. Ah, wenn er reingeht, ab! Lucky! Ich wollte gerade sagen, unlucky, aber nee. Ich glaube und ich gehöre auch dazu, viel haben den Ball. Zakaria, Dennis Zakaria. Putra hat ihn. Dennis Zakaria. Da geht der Ball am Tor vorbei. Ballverlust Real Madrid. Nee, den kriegt der Keeper. Dennis Zakaria. Es gibt ein Tor auf einem anderen Platz und damit kurz mal rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Schachtjur Donetsk. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind 42 Minuten. Danke für das Update. Aber da wäre jetzt das. Er versucht. Gute Chance, aber kein Tor. Und da wird der Trainer nicht zufrieden sein. Sowas müssen sie reinmachen. Pogba am Ball. Nur eine Minute noch Nachspielzeit. Dann ist hier Schluss. Gut durchgesetzt. Gefährlich. Das ist der Treffer. Sadio Mane. Papa, Sadio Mane, Papa, Sadio Mane, Leute, das simulieren wir auch, wir haben 3-0. Und ja, Leute, auf jeden Fall, wir werden jetzt noch diesen Monat, was, zum Teufel. Ja, okay. Auf jeden Fall, Leute, das war's mit dem FIFA-Video. Und ciao, euer FIFA-Gamer. Bis morgen bei der Liverpool-Karriere.